So, Freunde der Nacht, da ist er wieder, der Wolfgang mit mir, dem Micha. Und ich würde sagen, wir hatten ja vor, dass wir uns hier umsehen wollten, wer unserer Teufelin hier helfen kann. And we'll have a dog, right? They don't. Und da fragen wir mal einfach rum. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door, so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Beachtet mich einfach gar nicht. Ich bin ja nur auf der Durchreise. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Ich geh erstmal in die errötende Nixe, meine Freunde. Bisschen derb da, aber Hauptsache Bier ist billig. We've had enough rough to last us a good long while. Good luck to you then. And wish us some, too. Ja, also die scheinen irgendwie nichts zu wissen. Habe ich das denn nicht irgendwie angezeigt hier? Warte mal. Antchen Ethel. Maragdhain. Rufe Nettie zu Hilfe. Aber wir müssen mal gucken. Wir müssen irgendwie... Druidenheldin, die müssen wir im Goblin-Lager finden. Die Heilerin sollen wir einmal gucken. Aber wir haben doch hier Begleiter, unsere feurige Freundin. Wir haben die Paladine gestellt. Ja, sie nimmt an unserer Suche nach einem Mittel gegen den Parasiten ein. Wir haben Carla rekrutiert. Ja, aber war da irgendwas von... Das ist Tochter der Dunkelheit. Okay. Abgeschlossene Questen können wir dicht machen. Ärge die Teufelin. Ja, aber... Suche das Nachtlied, besiege die Goblins. Sehe die gar nicht mehr. Der Magier von Tiefwasser war was anderes. Der bleiche Elf war was anderes. Die Gisjanki-Kriegerin war was anderes. Krieger der Grenzen war was anderes. Reise mit Schattenherz weiter ist was anderes. So, Folgefreundin. Steht gar nicht mehr als Quest hier drin, muss ich sagen. Das Nachtlied. Okay. Besiege die Goblins, rette die Flüchtlinge. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Heilerin Nettie und dann sprechen wir erstmal mit der. Wo wir gerade hier sind. Bin hier total falsch, glaube ich. So. Show me again. Not now. Wer denn hier? Da war, ich meine, ich hatte doch irgendwie eine Quest, dass ich irgendwie jemanden suchen sollte. Haben die mir vielleicht noch was zu sagen? The road to Baldur's Gate looks a little less daunting now that we're all back together. Ja. Braucht doch jemanden, der ihr Herz repariert, denke ich. Eigentlich bin ich das heilige Idol da oben. Klau einfach. Die Netti. Die nette Netti. Wo ist die Netti? Da ist die Netti. Warte mal, da war er. Wird irgendwas angezeigt? Hier, glaube ich. Da ist Netti. Okay, dann red doch mal mit Netti. I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Ich suche Netti. You found her, but I still don't know what she can do for you. Wisst ihr was über... Ich habe gehört, dass Helsin hier der beste Heiler ist. Ich muss zu ihm. You and every other soul here. I can help if something's wrong. I'm no Master Halsin, but I can manage. Okay. Ja,
Ist hier was über Gedankenschinder? Why are you asking? Ich sag's mal ganz schonungslos, ich hab eine Larve im Kopf. A tadpole. A mind flayer tadpole. Ja. Gibt's hier noch andere? Mir ist ja kein Auge, kein Frosch ins Auge gehüpft. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. Hört sich gut an. We need to be quick. This way. Hört sich gut an. Ay caramba. This one had the same problem as you. Bibliothek. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ich würde auf eine etwas weniger tödliche Heilung hoffen, ehrlich gesagt. I'll do the best I can. Ja, mach mal. Mach mal das Beste, was du kannst. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Was ist denn das für eine Pflanze? Wird die mir helfen? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Ich bin von einem Schiff im Himmel gefallen, aber etwas hat mich aufgefangen und mich am Leben gerettet. Ein Intellektverschlinger hat mit mir gesprochen, als wäre ich seinesgleichen. Nein, nicht Seltsames. Ich will nur das Ding auf meinen Kopf. Was verschweigst du mir? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. Ich glaub dir aber nicht. I want to help you. But I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Ja, die Frage ist ja, ist das hier ungewöhnlich, dass man von einem Schiff fällt und von irgendjemandem gerettet wird, ne? Das wäre ja mal interessant. Ja, dann ist alles total normal ist hier. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Boah, auf ein Gedankenschinderschiff war das. A mind flayer ship? Ja. But Master Halson was sure. Ja, wie? Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. Okay. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me. You'll swallow it if you feel any symptoms. Ich dachte, du könntest mich heilen mit diesem Zweig, den du da gerade in der Hand hattest. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. Oh, Nettie, das ist aber nicht fein. Das ist aber gar nicht nett, Nettie. Only a way out. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ja, lassen wir mal 5 gerade sein, ne? Ach ja. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Tja, das ist seltsam. Was meint ihr, welche Veränderungen müssen wir denn erwarten?
Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Okay. Eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And okay. I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Boah, was willst du denn, was ich mache, tun soll? The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Ja, also eigentlich ganz gut. Machen wir. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Okay. Halsins Tagebuch. Okay. There's something in that vessel. Es ist Unglaubliches geschehen. Bei unserer Meditation im Wald wurden Nettie und ich von einer Bande Goblins unter der Führung eines Drow überfallen. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten uns verteidigen. Aber das ist nicht der unglaubliche oder verstörende Teil. Als der Drow starb, kroch ein Parasit aus seinem Leichnam und versuchte zu fliehen. Es gelang mir, die Kreatur einzufangen. Die Leiche ihres Wirts befindet sich hier in meinem Arbeitszimmer. Ich habe niemandem von meiner Befürchtung erzählt. Nettie hat einen Verdacht, ist aber klug genug, keine Fragen zu stellen. Ich werde erst weiter forschen, bevor ich die anderen informiere. Kaga würde nur Antworten fordern, die ich noch nicht habe. Ich sollte alle weiteren Ergebnisse in einem separaten Band notieren, den ich immer bei mir trage, für den Fall, dass neugierige Augen die falschen Schlüsse ziehen. Okay. Zerlegter Drow. Let me work my magic. Rune des Bären. Da irgendwie drauf drücken. Leerer Sockel. Rune des Adlers. Rune des Elchs. Leerer Sockel. Speichere mal eben ab, ey. Nicht, dass wir hier einer gleich auf mich losgeht, wenn ich da drauf drücke. Okay, muss ich wahrscheinlich irgendwie in der richtigen Reihenfolge, aber bringt uns alles nichts, weil da hinten gar keine Rune drin ist. On it. Broken. But not too badly. Okay, also da müssen wir irgendwie einen Sockel reinlegen. A tidy slot, but no rune. Also, was haben wir denn da? Hier ist Adler, Bär, Adler, Elch. Da muss wahrscheinlich ein Wolf rein, würde ich jetzt mal so vermuten. Steintafeln? What? Steintafeln? Gespeichert haben wir, ja. Seelenmünzen, eine Abhandlung. Grenzphilosophie. Okay, ich will jetzt auch nichts stehlen, irgendwie groß. Ah,
Hastig verfasste Notiz. Wo liegt die denn rum? Da. Lesen. Meine gute Nette, ich vertraue euch das Diadem an, mit dem sich die Bibliothek öffnen lässt. Tragt es immer bei euch. Wenn ihr das Gewölbe betreten wollt, sprecht mit Rat. Er besitzt die Rune, wird sie aber niemand anderem anvertrauen. Also sollte euer Ansinnen besser einen triftigen Grund haben. Behütet meine Forschung, solange ich fort bin, und kümmert euch um die Tiere. Gebt Tüffet keinen Fisch zu fressen, sonst wird sie faul. Rat hat die Rune. It was brave of your companion to agree to take the poison. Please keep an eye on him while you're looking for Master Halson. Just in case. Nee, das ist schade. Ich habe gedacht, ich könnte ihn darüber vielleicht noch ein bisschen ausquetschen. What path lies before me? Rat, aber wer ist denn Rat? Marokül Loi Rat. Da ist Rat. Bringen wir doch mal mit dem. Until Master Halston returns, my eyes must stay on Korga. Mehr sagst du nicht. Naja gut, okay, ich will den jetzt auch nicht irgendwie ausrauben, unter Stress provozieren oder so. So, gut. Wir gehen über die Map auf jeden Fall und dann sollen wir jetzt... Oh, ich muss ja nochmal eben, irgendwann muss ich ja nochmal hier in die Ruinen, ne? Und muss mich da der Falle stellen. Aber wir haben jetzt gerade unseren Dieb nicht dabei. Ich würde sagen, Stiegstraße. What? What? So, gehen wir doch hier über die Stiegstraße rein. Da wären wir ja vermutlich auch da irgendwo bei den Goblins rauskommen. Da lang oder lang? Wir müssen oben lang. So bringt das nichts. Alter, was haben die denn hier für ein Fest gefeiert, ey? Auch, glaube ich, tatsächlich Vorräte, ne? Ist kein Scherz. Nein! Nein, ich will da nicht. Nein! Ich will doch nur aus dem Kakodialog. The year, Tenere. The place. Sleepy little town called Bull. I was a kid looking for a way to fill my day. Ich möchte jetzt mit der nicht reden. 10 years of that. Wir gehen. So, ich wollte doch nur hier ein bisschen Obst einsammeln, damit wir was zu essen haben heute am Mittag. Verrottetem Essen brauche ich nicht. Was hat denn da? Hyäne. Aufgeblähte Hyäne. Was ist denn mit denen los? Beast reeks of brimstone and awful. Every breath is. Boah, die hat doch irgendwas im Magen oder so. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls. Vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Okay. Auf jeden Fall umhauen. Direkt umhauen. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Ach du Scheiße, nee. Jetzt muss ich hier gegen Hyänen kämpfen oder was? Ist das jetzt nur eine oder was soll das?
Die haut jetzt ab, oder was? Wie geil ist das denn? Also weg. Warum? Alter. Rough tempest I will raise. Ja, geh mal hier hin und da machst du mal irgendwie so ein Feuerpfeil. Und dann passt das doch. Robotrix. Burn. So much for peace. Time to press ahead. Nur noch die eine da hinten? Was geht hier? Eieiei, der hat aber ein bisschen was dabei gehabt hier. Ach, ist nur irgendwo eine Hyäne oder was? Kann gar nicht sein. Da, die liegt doch da tot, ey. Alter. Soldier. The Witching Hour. It shall be done. The Witching Hour. So. Können wir in Ruhe looten hier. Ja, schön jeden Grillabend machen. Wer geht denn da? Wer ist denn da hochgegangen? Alter, da ist noch mehr. Alter! Oh, 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 oh. Wie viele sind da? Drei? Vier. Ay caramba. Jetzt geht los. Ay caramba. So, okay, jetzt müssen wir aber genau überlegen, was wir hier jetzt machen. So, zerfleischen, Schlange nach dem Bluten, Sturmangriff, so ein durchbohrender Schuss. Kann ich hier nicht so ein... wo ist denn hier mein... Ich hab doch hier so ein Moped, wo ich mehrere angreifen kann, oder war der gar nicht? War der wahrscheinlich gar nicht. Okay. Dann, klaffende Wunde, die zusätzlichen Schaden bewirken. Blutend ist. Der hat 14. Der hat 15. Machen wir erst den kleineren weg. Was ist das hier? Bedroht. Konzentration. Konzentration will ich nicht, dass du die hast. Verlier die gefälligst. So, und dann... Kloppen wir dich nämlich direkt nochmal aus dem Leben hier. Da ist nämlich der erste schon mal weg und dann looten wir den erstmal ganz in Ruhe. So, du hast jetzt Spaß, Mädel. Ey, warte mal, das will die nicht. Ich will erstmal hier hinlaufen. Den? Ist egal, wird ja wohl so reichen. Zerfleischen. Ja, sehr gut. Hier, guck mal, Kampfrausch. Ja, machen wir mal. Wir geben mal Kampfrausch mäßig Gas. Ist wahrscheinlich gar nicht so clever, dass ich jetzt hier alles verbrate, aber ist nicht schlimm. Okay. Auch mal ein Feuer. 40% hat die nur. Er gibt's doch gar nicht. Untote vertreiben. Schutz vor Gift. Spiegelbilder. Spurloses Gehen. Vergiss immer, dass ich hier so viele Zauber habe noch. Resistenz. Okay. Heilige Flamme. 1d8 gleißend. 60%. Ach, hat da Rettungswurf geschafft, ey.
Sack. Sind die schon wieder dran? Tatsächlich. Ah, kannst du nicht. Ah! Er war doch schon dran. Was ist denn los hier? Knaufschlag. Bohrender Schuss. Hauptangriff. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Den nimmst du schön in die Zange. Alter, ein Punkt noch. Ich glaub das nicht. Fast zu schade, ey. Zu viele Trefferpunkte. What? Okay, er macht das. Na gut, reicht doch. Pennt der und kann mir den anderen jetzt vornehmen. Können wir uns ganz in Ruhe den anderen vornehmen? Person bezaubern, Selbstverkleidung, heilige Flamme. Ach, die mal mit ihren scheiß Rettungswürfen, ne? Alter, was startet er denn, ey? Ganz ehrlich, geht ihr mit dem? Have to keep going. Time to push my luck again. Und schieß ihn weg. Fehlschlag, schade. Habe ich mir aber fast gedacht, ehrlich gesagt. Durchbohrender Schuss, Spalten. Drei Gegner auf einmal, brauchen wir nicht. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ne? Das reicht jetzt nicht. Scheiße. Kacke. Mist gebaut. Aber ist egal. Du kriegst ja auch einen mit. So. Die Magier müssen ja auch mal Erfolg haben. Ups. Oh, schade, daneben. Alter, was haut der denn jetzt ab? Ist der doof? Oh, er ist wieder da. Was soll denn sowas? Boah, alter Schwede. Und weg mit dir. Und tschüss. Creator, Destroyer. Und tschüss. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Gut, dann sammeln wir mal weiter lustiges Hyänenfleisch hier. Da lag noch irgendwo einer. Der nach dem Brief. Dieser Brief ist einer zornigen, geschwungenen Handschrift verfasst. Es ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild, eine für ihre kontroversen Artikel bekannte Boulevardzeitung. Werter Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung in Baldurs Tor verteidigt. Kein Tier, das größer als ein Pfau ist, darf in die Stadt wie archaisch. Meine liebste Giselle ist der wohlerzogenste Bär, dem ihr hier begegnen werdet. Doch um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, muss ich zu meinem Sommerhaus in Kormür reisen. Ich fordere das Parlament auf, diesen Missstand zu beheben. Unverzüglich das emotionale und psychologische Wohlergehen der Bürger von Baldurs Tor steht auf dem Spiel und ich werde in dieser Angelegenheit bis zu den höchsten Autoritäten ziehen, sollte sie nicht behoben werden. Just in diesem Augenblick schreit Giselle nach ihrem Vater. Diese archaische Vorschrift trennt Kinder von ihren Eltern. Ich weiß nicht, wie Großherzog Ulda Ravengard nachts schlafen kann. Hochachtungsvoll M. Steif. Sehr geil. Der Steif. Nulljäger. Der ist outdoed. Eingeweide. Haben wir da noch was Leckeres in den Eingeweiden? Kerze. Der fleischte Leiche.
Gut, wir haben mal gut Gas gegeben, die Knolle hier. Die haben nichts dabei, ey. Nichts Gescheites dabei. Holzfass wollte ich gerade noch plündern. Genau, ein paar Tüften rausholen hier. Oh, was ist das denn? Oh, nice. Wuchtöl. Hier sind wir doch direkt bei den Dingen zwar nicht. Noch nie auf die Gnolle gestoßen früher, glaube ich. Ah, nee, hier war ich noch nicht. Okay, dann machen wir eine kurze Rast, um ein bisschen zu heilen. Und plündern weiter lustig hier die Karawane. Schnaps ist auch immer gut. Nein, 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 ich will nicht mit dir sprechen. Ich habe mich doch nur verklickt. Ich habe jetzt keinen Bock hier. Jede Pulle einzeln. Was ist das denn da hinten? Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, ne? Ich weiß echt gerade gar nicht, wo ich bin hier. Da oben haben wir gerade gekämpft. Da gehen irgendwie Gnollspuren weg, habe ich das Gefühl. Und dann noch mehr. Alter, was ist denn hier los? Da gehen wir nochmal weiter hoch hier. Speichert der doch glatt mal. Warte doch. Ach du Scheiße, nee. Ach du Kacke, nee. Freunde der Nacht, ey. Da müssen wir jetzt aber mal gucken. Also ein dicker. Ein, zwei, drei kleine. Da sind noch welche. Das kann er. Und kleiner. Geht denn da? Hauen wir die um? Wir hauen die um, oder? Die hauen wir um. Immer. Pass auf, pass auf, pass auf. Da unten ist auch noch eine Höhle, guck mal. Da unten ist eine Höhle, da kommen wir bestimmt... Alter, was ist denn hier los? Okay, da gucken wir mal, Freunde. Was er damit auf sich hat. Planken? Lange, hier komme ich nicht durch, oder was? Kann ich doch weghauen, oder nicht? Und mal alle aus dem Weg hier. So, und dann machst du mal hier so ein... Salutations. Ey, guck mal, ihr müsst alle da wegkommen. Nein! Alter, du Vollidiot, ey. Kannst du keinen Feuerpfeil auf den Wolfgang schmeißen, du Vollhorst, ey. Was geht denn bei dir? Der Wolfgang, was sagst du da? Kann ich nicht hin? Ist doch gar nicht. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Können wir höchstens nochmal da auf dieses Fass schießen. Mine is the advantage. So, haben wir jetzt irgendwie eine Wasserwoge oder sowas? Da können wir auch so durch, okay. Ah, jetzt können wir da durch, sehr gut, okay. Oh, what? What? I cannot die. Please.
Wir machen hier den Indiana Jones Freunde der Nacht und an der Stelle gehen wir einmal raus und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie das Spektakel hier weitergeht. Ja, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.